einfach so fresh, so muss das immer sein beim Boy. Das, okay, es sind auch 97er und dann freshe Adidas-Socken und die Leggings. Darauf steht der Boy immer. Und das, meine Freunde, das war Yo Olli. Yo Olli ist eine Person, die trifft sich gerne mit etwas jüngeren Mädchen, aber auch mit etwas jüngeren Jungs. Er hat einem 14-jährigen Jungen Geld angeboten gegen Sex. Und dieser Junge ist über 20 Jahre alt. 21, 22, keine Ahnung wie alt er ist. Lasst es euch mal auf der Zunge zergehen. Er ist 21. Der Junge, ein Junge. Er hat einem Jungen Geld angeboten für Sex. Einen 14-jährigen kleinen Jungen. Und solche Menschen, ich weiß nicht, da fehlen mir die Worte, was soll man mit so Menschen machen? Ich bin gegen Gewalt, aber ich denke, bei Yoli könnte man da eine Ausnahme machen. Nee, ernsthaft. Wie findet ihr das? Ich finde es ekelhaft, wirklich widerwärtig. Junge Mädchen, 12, 13, 14-Jährige, tut er auf Snapchat ausfragen, er will sich mit denen treffen. Er will Geschlechtsverkehr mit den Mädchen. Mit den minderjährigen Mädchen, unter 16-jährigen Mädchen. Und die im Video war sehr, sehr jung. Reihe, geh in Deckung, wenn die Kammer schießt. Meine Jungs stehen bereit, guckt alles Arabis. Beten zu Gott, weil wir wollen ins Paradies. Ist aber nicht so leicht, wenn dein Kopf nur noch Parasit. Parasin, Parazin, Parariechen. Willst du mein Parawa, la musst du schießen. Zu viele jenen, die zu viel reden. Zu wenig bleiben und zu